Hallöchen, grüßt euch, moin moin und servus zum 30. Part von Entsprouted. Und mit dabei natürlich wieder die, ich bin doch nicht im falschen Profil, Gamerin Binat, grüß dich. Hallo Strumpf, ich glaube, ich muss den Kontext erklären. Wir wollten gerade starten, ich hatte aber mal im Stream Deck das falsche Profil und habe dann gesagt, nein, stopp, ich muss erst umschalten. Ja, so. Und ich bin so erschrocken und jetzt, damit ihr mal wisst, wie ich auf Binat höre, sie hat geschrien, es war nicht schreien, es war wirklich so, stopp, aber ich stand komplett stramm. Haben wir gedacht, boah, jetzt, ne, melde gehorsamst. So, gut. Also, gut, ich habe Strumpf schon gut erzogen. Sehr gut. Und tatsächlich muss jetzt mal, ich weiß nicht, ob das jetzt geändert wurde in der Zeit, weil es gibt ja einige Updates mal wieder für Enshrouded, aber wir sind ja hier bei unserer Base. Und wir haben ja so zwischendrin, ich zeig's euch mal, wir sind so im Menü und dann, ne, zwischen den Folgen. Und dann stehen wir so da und plötzlich werden wir angegriffen hier. Ja. Kann das irgendjemand von euch? Kam da was dazu? Das ist uns noch nie passiert. Heute einmal von einem Wolf und tatsächlich von einem von den komischen Monstern im Haus angegriffen worden. Ja, ist das neu? In unser Haus gegangen. Wir hatten ja hier noch nie jemanden. Ich dachte, wir sind hier im Safe Place. Ja, wo wir aber... Und schade, dass die Aufnahme nicht an war, weil es kam dann das Monster rein. Binat wieder, Binat kämpft, ich will aber auch kämpfen, bin aber hier in diesem Menü drin und hab dann so viele Tasten gedrückt und das war ja bei uns im Zimmer drin. Sie kämpft, ich habe mich hingelegt zum Schlafen. Also, ich muss mal so machen des Profis. Einmal nur, damit ihr wisst, wie wir ticken. So, wir wollten zum Champagner. Wir wollten zum Champagner. Zum Schapackner. Ach so, Niederauenwarte, oder? Wollen wir uns. Ja, richtig, genau, richtig. Da gehen wir uns erstmal hin. Uns beamen. Richtig. Ne? Strumpf hat mir versprochen, da gibt's Champagner, Leute. Da gibt's Champagner, aber was für? Oh Gott, das packt voll gerade. Ey, du warst gerade in mir drin. Oh Gott. Darüber. Ich glaube, der Wahnsinn kommt langsam durch, Leute. Ja, 30 Parts und irgendwie fühle ich mich immer, als wäre ich im Tutorial. Also, da ist alles rot. Aber das ist ja da. Genau, wir versuchen es mal einfach so schräg dahin. Aber verschauen dazwischen, da ist so in der Mitte sowas Grünes, weil unten ist rotes Miasma. Hm. Ich bin ein Flughörnchen. Schalala, schalala. Also Fliegen macht echt Spaß. Ja, das ist super geil. Aber was ist denn das hier? Ach, das sind die komischen... Ach, da sind wir ja schon bei denen. Das sind die Wukas hier. Okay, und dann gibt's von denen gibt's einen... Einen Wuka-Champion. Und 9! Alter. Die sind... Ich habe ja das Gefühl, wir kommen irgendwie nicht so voran. Ich sammle mal die Fälle. Tu ich mal was. Oh, guck mal, lesen. Zettel. Wer schreibt? Buffs, okay. Stärke der Wuka. Dieses Wuka-Lager ist die Heimat eines Kriegerkults. Kults, der sich durch Gewalt und Zerstörung definiert. Ich wünschte, ich könnte näher herankommen, um einen besseren Blick zu erhaschen. Aber das wäre wohl mein Ende. Von Zeit zu Zeit versammeln sie sich auf diesem Hügel und tragen Gladiatorenkämpfe aus, bei denen der einsame Überlebende gekrönt wird. Ich nenne ihn jetzt den Gladiator. Diese bösartigen, grobschlächtigen Ungetüme verfügen über eine unglaubliche Kampffähigkeit und schöpfen ihre Kraft aus dieser Steinsäule, die sie verehren. Wenn jemand verrückt genug sein sollte, gegen einen dieser Gladiatoren anzutreten, empfehle ich, selbst einen dieser Stoßzahn-Buffs auszuprobieren. Ich will einen Stoßzahnbuff. Okay, also das war der Hinweis. Ihm ist es nicht so gut ergangen und wir müssen einen Stoßzahnbuff. Genau. Was sind das für ein... Uns nehmen. Sind das Pfeile hier? Ich weiß es nicht. Auf dem Tisch? Die kann ich nicht sammeln. Oh, da stand sammeln. Vielleicht kannst du sammeln? Ich kann nicht sammeln. Da ist ein Wolf.
Na, Wolf, guckst du durch die Bretter? Bist du der Bretterwolf? Der Bretterwolf. Der BW. Super, der Wolf. Und hier zittert. Hey, was zitterst du so? Ich treffe den gar nicht. Der ist, hat sich reingebackt. Schauen Sie es an. Ist es nicht schön? Von oben drauf geschaut. Toll. Ich komm, ich kann nicht plündern. Unglaublich. Einmal mit Profis. So. Das war professionell. Durch die Tür, da gehen wir Also ganz oben ist dann der Gladiator oder was? Wahrscheinlich. Ich versuche mal durch den Eingang. Hallo. Ding dong. Palim palim. Also da oben ist er auf jeden Fall. Da ist er, Vuka Gladiator. Soll ich gleich mit dem Zauberstab probieren vielleicht? Ich muss auf eine erhöhte Position. Der ist voll groß, ne? Also. Ach was. Das sind sehr viele. Ich geh mal. Tschüss. War schön mit dir. Boah, ist der groß. Alter, hau ab. Wo sind jetzt diese Stoßzahnbuffs? War da eines schon mal putt? Ich glaube, ich habe mich taktisch gut hingestellt, oder? Oder auch nicht. Ich renne jetzt immer um den Stein. Ich renne mal um den anderen Stein. Mal ganz kurz. Ich helfe dir gleich. Mhm. Ich habe da noch 8. Hä? Die Frage ist, ob ich den halt wirklich im Nahkampf bekämpfen kann. Mhm. Mach's doch mit dem Zauberstäbchen. Aber ich kann nicht mehr schießen. Hast du keine Munition mitgenommen? Nein! Boah! Ich habe eigentlich Eis, oder muss ich wieder? Warte. Mann. Ich bin voll mutig, Leute. Ich tanze um den Stein. Und jetzt ausrüsten. Versuch mal Feuer. Und hier ist ihr Herzblatt. Der hat ganz schön lange Mähne. Und der spuckt. Er stand gerade effektiv. Oh, guck mal. Entschuldigung, aber der ist ganz schön schnell plötzlich irgendwie. Oh, da ist so ein Heiler. Schnell den Heiler vernichten. Alter! Shit! Alter, bist du tot? Nee. Der heilt den. Ne. Gut, ich habe ihn getötet. Aber der hat wieder ein bisschen Leben mehr bekommen. Wo ist denn der jetzt? Ich habe nicht gefragt. Ich habe den ein bisschen oben. Ah, hier aus dem Target verloren. Weg. Na, renn halt, Alter. Gott, Strumpf, wo hast du den hingelockt? Da hängt wieder weg. Den sicheren Felsen. Ich weiß aber nicht, wo man diesen Stoßzahn, ach, was weiß ich, für einen Buff kriegt.
Er kommt dann immer plötzlich so. Mal ganz kurz meine Ausdauer wieder regenerieren. Okay, der war gut. Der war nicht gut! Oh. Doch, der war gut. Der war auch gut. Keine Schweine mehr. Ah, gut. Ich habe, glaube ich, schon über 100 Pfeile in den Nahe geschossen. Ich weiß nicht. Ey. Okay, ich habe wieder reingeballert. Gleich. Bald? Nein, nein! Ja, gleich! Ja! Ole, ole! Ich plünder gleich mal. Ja, mach mal. Ich habe einen Vulkankopf. Das haben wir Warum bestimmt bei wir der. Die Mutter nicht. Die müssen wir nochmal machen, die Mutti. Oh Gott, wir sind so gut. Ach, guck, hier hinten wäre der Stoßzahnbuff gewesen. Willst du ihn dir holen? Dann hast du ihn wenigstens jetzt. Na toll. Ah, wir haben es auch ohne geschafft. Ach, papalapup. Was ist das jetzt hier? Das wäre das gewesen, oder was? Ja, also das wäre dieser Buff gewesen, von dem der da geschrieben hatte. Oh, toll. Besonders ich. Jetzt habe ich lauter Lehm am Bein. Bei dem anderen ist das so deppert mit dem Q drücken. Rechte Maustaste zum Ziel. Ja, ich muss das auch für den Bogen machen, ja. Aber wir haben es geschafft! Yeah! Wer hätte das gedacht? Ich hätte es nicht gedacht. Das heißt, jetzt hat. Haben wir nur noch 13 Quests, oder wie? Ich habe ihn besiegt. Ich stehe auf. Alter, warte, ich habe alles von meinen Zauberdingern verballert. Ja? Ich habe auch. Ich muss erstmal wieder voll viele Pfeile machen. Ich habe voll viele Pfeile. Ich habe komplett Feuer und ich habe nur noch 2 Eis. Das war's. Dann habe ich noch Heilungsstrom. Aber ich glaube, in den Kisten waren noch welche, oder? Ja, ja, glaub schon, ja. Okay, vielleicht cool. Können wir erstmal kurz nach Hause, um kurz aufzu. Nach Hause! China will immer gleich nach Hause. Wir haben etwas geschafft, jetzt gehen wir zurück und dann bauen wir. Ja. 2 Stunden und dann. Wir haben schon lange nicht mehr gebaut. Ja, nee, ich meine. Ich tue nur schnell besser. Das Zeugs wegpacken. Und dann. Ja. Und ich brauche ja Pfeile. Ich habe jetzt alles zerschossen. Guck, hier haben wir noch. In dem einen haben wir noch ganz viele von den. Ich sag's morgen. Von deinen Sachen, die du brauchst. Nee, sagst du morgen erst. Ja, die Frage ist 80. Ich nehme mal die Eisdinger. Ich nehme mal Feuer auch mit. Das Feuer war nicht schlecht. Ach, das habe ich jetzt vergessen. Da. Obwohl, das ist ja. Das kann man zerlegen. Das war nichts Gescheites. Ist das Knochenmehl?
Noch mehr. Ich muss wahrscheinlich noch mal Ästchen sammeln gehen. Äste? Muss ich wahrscheinlich noch mal sammeln gehen. Ich mach auch mit. Wo war denn das Harz? Bei der Rolle. Um Gottes Wille. Ich glaube, da war's. So. Hatten wir eigentlich auch noch Feuersteinchen? Ich glaube, diese Feuersteinchen-Pfeile waren auch gar nicht so schlecht, die ich gemacht habe. Die machen halt nur eins. Also ich habe gefühlt, hatte der mehr Schaden gemacht. Ah. Keine Äste mehr. Bin doch schon unterwegs. Muss ich mal auf. Ah, shit. Holzfäller, Axt. Da. Was kriegt man denn da raus? Ein Feuerstein. Baum, zwei ist da. Das war jetzt aber abrupt. Was? Ich hab da so ein bisschen ein Loch gegraben, weil da Feuersteine, glaube ich, sind. Aber das war jetzt abrupt, wurde es auf einmal tief. Ich mach gerade Terraforming. Ja, klar. Ne? Ich buddel mich einfach, weißt du, durch die Erde durch. Weil hier steht ja auch flammengeschützter Bereich, aber so geschützt seit scheint die nicht mehr zu sein, die Seite. Jetzt wäre stockdunkel, ne? Nacht. Kommst du ins Bettchen, Strumpf? Warte, ich rein, muss noch die Äste rein. 36 Holzscheiter. Wieder 20 Äste. Wessen Hahn kräht da eigentlich? Ich hab gar keinen Hahn kriegen gehört. Da kräht doch überhaupt kein Hahn nach. Ho, ho, ho. Wow, ich habe drei Äste gesammelt. Dafür ein bisschen Feuerstein. Ist jetzt eigentlich gut da, dieses Ding? 23 Kraft, was hat den, wo ich benutze? 28, okay. Kannst du ein paar Pfeile machen? Ja, ich glaube ja. Komm, das jetzt her.
Ach, was ist denn das hier? Warte mal, was habe ich denn jetzt hier gemacht? Ach Gott, ich bin schon voll verwirrt. So. An den Feuersteinen. Ja. Liegt. Beenden Sie den Satz bitte. Feuersteinen. Aber ich habe jetzt 200 Pfeile. Das müsste erstmal wieder reichen. Wo kommt denn eigentlich der? Den wollte ich doch da gar nicht reinlegen. Gott. Beans, was machen wir wieder? Mach das. So, ich habe fertig. Ich habe 7 Felle. Ah, da. So, gebratenes Fleisch habe ich. Ich habe rohes Fleisch. Mensch, wir bräuchten noch mal oben in dem Bereich irgendwo eine Warte, ne? Ja, warte mal. Obwohl, erobere die Wildnis zurück, das müsste ja, glaube ich, eine Warte sein. Jetzt ist nur die Frage, kommt man dahin über das rote Miasma, ne? Sie fragen, ja. Was machen wir jetzt als nächstes? Welche Quest, meine ich? Ich weiß nicht, wollen wir mal da hoch zum Mörser des Alchemisten oder Grabmal der Königin, dass wir da mal wieder ein bisschen was von der Karte freiräumen, dass wir Richtung erobere die Wildnis zurück, dass wir da vielleicht eine neue Warte freischalten, dass wir dann mal irgendwo auch dann da oben unterwegs sind? Können wir machen. Das ist das Nächste, was dran ist, ist... Die Hochweidenwarte. Muss immer ganz nah dran. Na dann los. Ei, ei. Nur noch 900 Meter. Bist du schon los? Nee, ich versuche von der anderen Seite, dass ich nicht weiterkomme. 924. Hä? Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Hm? Hä? Hä? Wo bist du denn? Aber bist du jetzt nicht auf der falschen Seite? Wieso? Was hast denn du jetzt angepinkt? Der Mörser des Alchemisten. Okay. Aber springst du jetzt... Hä, wo bist denn du? Ich hab's angepinkt. Ja, aber bist du nicht auf der falschen Seite? Ich bin doch auch da auf der Seite. Ich bin bloß mit mehr ans Eck. Hier, guck, da bin ich. Wo bist du denn? Ach, da hinten! Ach, Mensch, Strumpf. Ja, ich sehe dich doch da nicht hinter der Säule. Ja, dann musst du da gucken. So, ich such dich die ganze Zeit. Ja, querfällt also, ein, oder? Aber nicht da, wo Miasma ist. Versuch mal da. Aber da unten ist eine Hütte, nicht, dass da... Ja, da sind, glaube ich, Gegner. Aber vielleicht können wir da ja... Oder können wir da so drüber? Hier geradeaus auf dem Berg und dann von dem Berg darüber? Ich habe halt Angst, dass da hinter dem Berg dann unten ein rotes Miasma ist. Hm. Da ein bisschen außen rum. Aber es ist halt da hinten, ne? Ja, wir können es ja probieren, komm. Direkter Weg. Ah, ich habe schon wieder vergessen zu fliegen, ey, es gibt's nicht. Aber weil wir uns berührt haben, glaube ich auch. Ja, genau. Ja, es ist die ganze, ich habe Leertaste gedrückt, aber pack sie aus. Ja, ja. Wie wir hochklettern, das machst du auch gerne. Die Beans ist schuld. Jetzt schaffe ich es nicht mal rüber. Gott, das ist gleich ein Wolf, aber ich gehe gleich weiter. Kein Bock auf den. So. So. Und dann da lang. 500, wo bist denn du? Hinter dir. Ich dachte, du bist weiter oben. Aber das ist kein rotes Miasma, ne? Nee. Dann kommen wir auch relativ gut durch. Da drüben ist schon wieder vorbei. Und vorbei. So, wo muss man hier hinten lang, ne? Okay. Hm. Hinterm Vor lang? Glaubst du? Geht's da vorbei? Ja, also
was ich jetzt so bis jetzt sehe. War das gerade? Hast du gerade ein Morsezeichen mit deinen Lippen gehabt? Ja, psch, psch, psch. Nee, ich habe gerade auf die Lippe gebissen und dann habe ich geantwortet. Okay, dann mach ich auch mal. Also, wenn ihr Fragen habt, einfach wieder fragen, ne? Ja, weißt du, dann mache ich das. Dann tue ich die Lippe so einziehen und du auf der rumweisen. Ja, ist in Ordnung. Hochkonzentriert gerade was. Ach, wie schön. Die Musik. Das ist der Turm da vorne. Das sieht aber aus wie eine Warte da vorne. Strom. Ja. Strom, wo bist du hin? Ach, da. Wollen wir vielleicht doch erstmal Richtung Warte dahin? Ich dachte gerade, es führt uns da jetzt hin. Aber es sieht ein bisschen weiter aus, oder? Der Turm als jetzt nur 190 oder 60 Meter. Oder? Schauen wir. Ja, das schon, aber jetzt, wenn wir schon mal da sind. Da vorne flackert's. Ja, aber das ist ein Reisepunkt, ne? Eine Warte. Ja. Ja. Sehr schön. Oh, da ist Salz. Siehst du? Hat sich schon gelohnt. Oh, das sind Schmetterlinge. Schmetterling! Ja, das Warte. Die Warte ist noch weiter weg, siehst du? Würde ich sagen. Was ist das da drüben? Ist eine von den Pflanzen, die schießen, kann es sein? Ich weiß nicht, wo du schon wieder bist. Wenn du dich umdrehst, nach oben schaust, dann siehst du mich. Ja, okay. Warum stehst du jetzt da oben? Mal die Lage checken. Ach so. Check die Lage. Sowieso gleich wieder da und dann heißt es dann, das ist übrigens 11, jetzt wird es aber schon langsam. Nicht, dass für uns ein Problem ist, aber Standort oben natürlich. Wir haben ja richtig anders, wenn wir irgendwo hinkommen würden und sagen Standort hier. Nee, immer Standort oben. Ich glaube, die programmieren es, während wir spielen. Edison, ne? Komm, mach mal Standort oben. Oh shit, ich bin schon wieder ab. Irgendwo langhupfen. Och Mann. Ich kann doch diese Sprünge nicht, die du machst. Leute, glaubt ihr, ich komme außen rum? Ich schaff den Sprung nicht. Ich weiß nicht. Ey, warte mal, ich guck von oben. Ah, guck mal, ja, hier. Sieht ganz gut aus, Strumpf. Oh, da sind die. Achtung, das sind die Spuckpflanzen. Und 11er Gegner. Ich tu dir mal die Spuckpflanzen wegräumen. Boah, Alter, 4 Gegner. 5, ja klar. Läuft bei euch. 6, natürlich kommt noch einer dazu. Siehst du, wo ich bin, Strumpf? Siehst du? Ich kämpfe gerade gegen 6 Gegner. Okay. Ich dachte, du kannst vielleicht einfach wegrennen. In Richtung mir kommen. Nein! Oh, ich war am Anvisieren. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich hupfe oben auf einer Mauer. Wow, fuck. Du bist schon in der Nähe.
Muss gerade was trinken. Boah, ein 15er Gegner. Ey, es gibt ja gar kein Ende hier. Und ich habe nur 3 Minuten, dann ist Miasma. So, einer ist down. Juhu! Alter, den 15er kriege ich nie und nimmer hin. Schau doch mal, ob du einfach wegrennen kannst Richtung andere Seite, andere Richtung. Also. Ich versuche über komplett, ich habe nur 3 Minuten. Ja, aber das ist die falsche Richtung. Ja! Weißt du, steht oben, ist dir Butterbreze. Ich habe dir die ganzen Gegner ausgeräumt. Ach so, ja klar, stimmt. Ich habe dir die ganzen Pflanzen hier weggeräumt. Genau, ja, hier genau, da lang. Ja, was willst du, dass ich da jetzt mache? Da kannst du nicht da hinten lang rennen, da ist ein Weg. Ach so, ich habe gedacht, du willst die Gegner abschießen. Na, ja, die habe ich hier schon alle abgeschossen. Hat der hinten, ja, an die komme ich nicht ran. Ne? Hier sieht, also ich habe ja Videobeweis. Ja, lächerlich. Ja, kaum komme ich an, schießt eine Pflanze auf mich. Ja, die da hinten kam ich ja nicht hin. So. Warte, ich muss mich ein bisschen. Oh. So, 6 Minuten. Danke. Kein Miasma. Red! Ey, sag mal, Ratte! Elva, Ratte! Bitte. Standort unten. Ja, ja, wir gehen gleich in den Keller. Ich hab irgendeine Schriftrolle gefunden. Oh! Ey, sag mal! Ist langsam hier. Oh, ich wollte gar nicht schlafen. Ich dachte, das kann man plündern. Lesen. Niemals genug. Mein Geist ist gebrochen. Kann ich es den Menschen wirklich verübeln, dass sie sich in ihrer Verzweiflung von meinen Tränken abwenden? Die meisten meiner Besucher dieser Tage sind Ratten und andere Plagegeister. Bis jetzt haben sie sich nicht als gute Gesellen im Labor erwiesen. Es muss einen besseren Weg geben, gegen das Miasma anzukämpfen, es zu überwinden. Vielleicht sollte ich meine Bemühungen noch einmal überdenken. Ja, dann mach mal. Dann denk mal. Was ist das denn? Kohle? Oh, okay. Garn. Jetzt redet er jetzt an Schmarrn. Jetzt sammle ich nur Garn. Ach, da war ein bisschen was Gutes drin. Mützel! Ja. Und nochmal was zum Lesen. Ne, was ist das? Lesen, natürlich. Neue Geschichte. Ah, toll, endlich wieder eine neue Geschichte. Hab nicht mal die erste verstanden. Gleiter. Ich mochte die Vögel schon immer. Wie sie mühelos im Wind fliegen. Den Horizont in diesen schwierigen Zeiten umarmen. Zu entdecken, was immer man sucht. Frei von allem Verderben, das sich am Boden ausbreitet. Welch wundersame Reise. Könnte die Menschheit den Himmel vielleicht erobern? Ich werde einen Gleiter bauen und von hier aus zu den Hügeln reisen. Irgendwie werde ich schon unter den Blauhähern landen. Das sind ein Blauhäher. Was ist das denn? Besserer Mana-Trank. Was haben wir noch? Miasma-Überlebenstrank und Kupferpfeile. Yippie! Die sind bestimmt voll gut. Warte. Jetzt. Die Tränke kommen eh wieder bei uns an die Kiste rein. Was hältst du davon, wenn wir hier einen Cut machen? Ja, gute Idee. Finde ich auch, weil da oben ist schön. Und endlich wieder auf einer erhobenen, Podest. Erhobenen Hauptes auf einer Burg. Jetzt hell. So, was steht denn eigentlich da oben? Steht bei dir eigentlich auch ausgeruht, Uhrzeit und dann Vuka? Nee, weil das ist der Segen, den du genommen hast von dem Stoßbach. Achso, da geht noch 6 Minuten 40. Okay, cool. Da freue ich mich. Gut.
Also wir haben heute wieder zerstört. Also wir gehen voll ab. Wir haben dann den Segen bekommen, nachdem wir den geschlagen haben. Und ja, Suche im Alchemisten-Tower. Sie müssen ja runter. Das wissen wir, aber das machen wir beim nächsten Mal. Genau. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.